Willkommen in Düsseldorf. Willkommen beim Enkewerk. 1924 beginnt hier im Düsseldorfer Hafen eine kleine Erfolgsgeschichte, die bis heute andauert. Firmengründer Johannes Enke wollte damals schon hoch hinaus und so brachte ihm der Blick über die Dächer seiner Heimatstadt eine Geschäftsidee, die noch heute das Erfolgsmodell der Firma Enke ist. Die mit den Jahren schwer mitgenommenen und zum Teil undichten Industriedächer der umliegenden Firmen wollte der ideenreiche Enke mit seinen selbst entwickelten Produkten sanieren und den Unternehmen in seiner Nachbarschaft so einen aufwendigen Neubau ersparen. Das Enke-Werk wurde geboren und entwickelte sich über die folgenden drei Generationen zu einem der führenden Anbieter von Flüssigkunststoffen und Bitumen, Spezialprodukten für den Baubereich. Qualität made in Germany für die Dächer, Balkone, Baumetalle und später auch Terrassen sowie Fußböden in ganz Europa. Dabei beweisen gerade Produkte wie die Spachtel- und Klebemasse Enkolit und der Flüssigkunststoff Enkopur, dass es in einer sich immer rasanter entwickelnden Welt noch immer feste Größen gibt, auf die Verlass ist. Ein wenig anders als damals zur Gründerzeit sieht es heute bei der Produktion im Düsseldorfer Enkewerk schon aus. Viele Spezialmaschinen unterstützen die Mitarbeiter schon lange bei allen Herstellungsprozessen. Doch trotz aller Entwicklung hat sich eines über die vielen Jahrzehnte dabei nie geändert. Das ist zum einen eine Belegschaft, die sich voll und ganz mit Enke identifiziert und zum anderen die akribische Entwicklungsarbeit im Labor. Dies sind zwei der wichtigsten Säulen, auf denen die Qualität und damit zugleich der Erfolg der Enke-Produkte steht. So verwundert es kaum, dass die transportfertigen Paletten das Lager in Düsseldorf nur für einen sehr kurzen Zeitraum ihr Zuhause nennen können. Zu groß ist die Nachfrage nach den beliebten Problemlösern von Enke. Dabei beweist sich ihre Qualität im täglichen Einsatz wieder neu. Welche Dauerbelastung Enkryl und Co. dabei im Extremfall aushalten können, das zeigt exemplarisch ein ganz besonderer Einsatzort, eine Industrieanlage nahe Köln. Auch das hauseigene Labor kann eine solche Belastung nicht simulieren. Eine größere Auszeichnung für die Qualitätserzeugnisse Enke kann es fast gar nicht geben. Daher wundert es kaum, dass die Enke-Produkte heute in ganz Europa erfolgreich eingesetzt werden. Zahlreiche Referenzen aus dem In- und Ausland bestätigen immer wieder die Praxistauglichkeit der Enke-Produkte. Ob der Stuttgarter Fernsehturm oder das Uniklinikum in Ljubljana, Slowenien, das Düsseldorfer Wilhelm-Marx-Haus oder auch der Zarenpalast Zarezino bei Moskau. Enke-Produkte sind nahezu überall zu finden, ohne dass man es direkt vermutet. Oder wussten Sie, dass auch die Dächer der Düsseldorfer Messe dank Enke dicht und widerstandsfähig gegen alle Wettereinflüsse sind? Dabei ist das Enke-Werk nicht nur Entwicklungs- und Produktionsstätte, sondern zugleich auch Schulungszentrum für diejenigen, die das Enke-Sortiment tagtäglich anwenden. Auch wenn die Enke-Produkte dafür bekannt sind, unkompliziert in der Verarbeitung zu sein, kennen die Enke-Mitarbeiter mit Sicherheit noch den einen oder anderen Trick oder Kniff, der die nächste Anwendung noch ein wenig einfacher macht. Und da die Seminare auch noch Spaß machen sollen, bietet die rote Hölle im Enke-Werk den richtigen Rahmen, um in entspannter Runde das tagsüber Gelernte ein wenig sacken zu lassen. Noch immer im Familienbesitz geht Enke weiter selbstbewusst in die Zukunft. Dabei stehen Professionalität sowie Freude und Leidenschaft für die Produkte im Mittelpunkt des Interesses. So geht man mit dem E-Team
zu dem auch die Enke Außendienstmitarbeiter gehören, die bei der Anwendung vor Ort mit Rat und Tat zur Seite stehen, wieder einmal einen außergewöhnlichen Weg. Das Gleiche gilt für die nahezu legendären Messeauftritte von Enke sowie den ganz besonderen Aktionen, bei denen nicht selten schnelle Automobile im Vordergrund stehen. So wundert es kaum, dass in immer mehr Motorsportfahrerlagern und Werkstätten, aber auch heimischen Garagen, die schnellen und zumeist auch teuren Schätzchen auf einem noch sehr jungen Produkt aus Düsseldorf stehen. Den Enkeflor Bodenplatten. Das hätte Firmengründer Johannes Enke mit Sicherheit gefallen.